Guten Morgen. Die Sonne scheint. Wir stehen in Emden. Es ist 7:30. Das ist eine Zeit zum Anfangen. Ja? Wir müssen um 8 hier in Emden laden. Da werden wir uns die Firma dann suchen. Die muss irgendwo im Hafen sein, denke ich. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Sonst fahre ich einfach mal zum Hafen und tu mal fragen. Leider steht hier momentan keiner von der Spedition, sonst könnte ich die mal fragen. Die stehen sonst immer hier rum, aber heute steht mal keiner hier. Das ist schon erstaunlich, ne? Wenn man mal einen braucht, ist keiner da. Da hinten steht ein Elflein, da werde ich dann mal einen Blick werfen, wer das ist. Ja, und ansonsten laden wir jetzt in Emden, dann laden wir in Bremen und dann fahren wir Richtung Erfurt runter. Also dann wollen wir mal loslegen. Wir müssen uns heute nicht hetzen, aber wir dürfen auch nicht bummeln. So, jetzt zwicken wir mal auf. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Spedition Weetz finden. Ich denke mir, die ist im Hafen irgendwo. Oh, bei uns plascht das Wasser vom Auto runter. Hat nämlich geregnet die halbe Nacht. Die halbe Nacht, die hat es geregnet. Wir sind mit Wasser jetzt gesegnet. Lasset die Räder rollen, weil sie rollen sollen. So, also ich bilde mir ein, das ist im Hafen, wenn ich so auf der Karte gucke. Ich fahre erstmal hinter zum Hafen und frage dort, ob das da ist. Die werden mir dann schon was sagen. Vielleicht wissen die ja auch, wo es ist. Vielleicht können die mir ja weiter behelfen. So, und dann laden wir da. Ab 8 können wir dort laden. Und dann fahren wir nach Bremen. Dort können wir auch ab 8 laden bis 15 Uhr. Also nicht hetzen. Und dann laden wir morgen in Erfurt ab. Bei Zalando. Und dann fahren wir nach Chemnitz. Das, was wir jetzt beim Weetzladen hinschaffen. Ja, den ihre Autos habe ich schon oft gesehen, aber ich weiß gar nicht, wo die ist. Naja, im Hafen werden sie mir schon weiterhelfen können. Die werden schon was wissen. Hoffe ich. Dackel. Da dackelt ein Dackel. Hier hinten an der Tankstelle steht ein Elflein. Schau an. Schläft der? Nee. Ach, der Frank. Der Frank. Schau an, der Frank. So, jetzt fahren wir mal hier rein und fragen einfach mal. So, das war zwar richtig, aber auch wieder nicht richtig.
Ich muss nämlich zu einer Außenstelle. Also theoretisch war ich schon richtig, aber geladen wird das an einer anderen Stelle. Und da muss ich jetzt hin. Und da haben sie gesagt, am besten auf der Autobahn und Emden-Ost wieder runter. Das ist der beste Weg. Gut, Viertelstunde haben wir bis dahin. Das ist ja auch kein Thema. Das kriegt man hin. So, ne, dann wollen wir mal schauen, dass wir es finden. Dürfte ja dann nicht mehr weit weg sein von hier. Da war ich zwar richtig beim Weetz, aber beim falschen Weetz. Muss ich ins Außenlager. Naja. Wir werden es schon finden. Wir haben schon ganz andere Kinder in den Brunnen geschmissen. Die B210 wird verlegt. Nicht da. Kühe wieder weit weggenommen. Na toll. So, hier vorne müssen wir links. Mal links. Ja, das ist ja meine schöne Ampel. Die wartet, bis ich durch bin. So, und dann müssen wir da vorne wieder irgendwo rechts. Und dann sind wir schon so gut wie da. Ich mal die hübschen kleinen Häuschen in Emden an. Da hat ein Blitzer gelauert, habt ihr dann gesehen? Alter, die lauern hier einfach hinterm Baum, vorm Baum, neben dem Baum. Da steht noch einer. Der blitzt auch in beide Richtungen, der Drecksack. Das ist schon eine fiese Nummer, sowas. Hier ist die Bahn gerade durch, deswegen hat es hier stagniert. So. Ach, da steht's doch schon dran, Weetz.
Seehafenspedition. Da vorne müssen wir rechts, wo der rauskommt. Naja, die Straße lässt aber auch zu wünschen übrig. Wünsche werden wahr. Hier brauchen sie gar nicht 30 ranschreiben, weil du hier gar nicht schneller fährst wie 25. So, hier müssen wir rechts. Hier müssen wir rechts. Und dann steht's dort schon dran. Da müssen wir links. Verwaltung? Nee, oder? Lagerung, da steht's doch dran. Logistik. Wenn's falsch ist, werden sie uns schon wegschicken. Parken wir erstmal hier und gehen rein. Ja, wie falsch kann es nicht sein. So, haben wir das doch hingekriegt. Optimal gepackt. Müssten wir auch den Rest ordentlich drauf kriegen. Naja, werden wir sehen. Bis unters Dach haben wir es gepackt. So, und jetzt müssen wir wieder auf die Autobahn und dann nach Bremen. Da an der Ampel, denke ich, müssen wir rechts. Spitzkehre. Dann müssen wir noch mal rechts. Mir kommt die Straße bekannt vor. Ich glaube, da war ich auch schon mal vor längerer Zeit. Ja, das sind alles so Dinge, wo du öfter lange nicht warst und dann irgendwann, wenn du dann dort wieder bist, fällt dir das wieder ein. Dann denkst du, ach ja, da war ich doch schon. Es geht einem öfter mal so. Einem das dann so einfällt, dass man, ach, das kenne ich doch, da war ich doch schon. Habt ihr ja schon öfter mal gemerkt, ne, dass mir das so geht. So, der zweite rechts. Und dann sind wir ja schon fast da. Vorne an der Ampel müssen wir rechts.
so, dann müssen wir mal gucken. In der 38 müssen wir. Ja, hier waren wir schon. Zumindest in der Straße. Muss es jetzt irgendwo kommen? Was ist das hier? 38, ja. Hier rein. Also bis später, Freunde. Dreieinhalb Stunden habe ich jetzt hier gestanden zum Beladen. Das ist nicht normal. So, nun mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Entweder bis Nordhausen oder bis Erfurt, eins von beiden. Also 6 Stunden, 7 Stunden. Ich habe jetzt weg 8 Stunden. 9 Stunden. 9 Stunden. Da kann ich noch 6 Stunden. Da schaffe ich es nicht bis Erfurt. Muss mal gucken. Bleiben wir wahrscheinlich in Nordhausen stehen, denke ich mir mal. Macht Sinn. So, jetzt müssen wir erstmal hier rausfahren und auf die Autobahn. So, hier vorne müssen wir links. Da steht aber Autobahn da. Autobahn da. Also fahren wir Autobahn da. Das Wetter macht mir natürlich wieder vollen Strich durch die Rechnung. Ich wollte eigentlich noch mal nach Nordhausen reinlaufen.
Aber so wie das Wetter aussieht, es regnet ja ständig. Da habe ich ehrlich gesagt keinen richtigen Bock. Weiß ich noch nicht, ob ich da noch mal loslaufe. Vielleicht, vielleicht auch nicht, mal sehen. Das überlege ich mir noch. Erstmal Abendbrot essen. Und dann mal gucken, wie sich das Wetter entwickelt. So, da haben sie mir 6 Plomben ans Auto gemacht. An jeder Seite eine Maschine und Hänger, sind 4 und eine an der Tür. Maschine und Anhänger. Ja. So ist es. Wie die da so reinkommen. Die müssen doch dann da hinten umdrehen oder rückwärts reinfahren. Wahrscheinlich rückwärts reinfahren. Nimm mal gucken, was die Wasserstofftankstelle macht. Da fahren wir ja jetzt quasi vorbei dran. Immer noch im Aufbauen. Noch nicht fertig aufgebaut. Aber es ist schon Wahnsinn, was da so passiert, ne? Ist schon der Wahnsinn, was da so passiert. So, dann wären wir ja da. Dann stellen wir uns doch gleich neben die Sattelzugmaschine. So, meine Schnuckelchen, das war's dann für heute. Nur 1000 Pause ist angesagt. Und es regnet. Es kotzt mich an. Mensch, 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 Mensch. Naja, gut. Können wir's nicht ändern? Was soll's? Jetzt werde ich schön Abendbrot essen, dann werde ich nochmal eure Kommentare lesen, dann geht's ins Bettchen, dann wird eben heute nicht mehr hier spazieren gegangen, das Wetter mag's mich nicht. Es tut eigentlich immer gut, wenn man abends noch ein Stündchen laufen kann, wenn du den ganzen Tag hier rumhockst. Naja, was soll's. Also meine Freunde, in diesem Sinne,
Stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Morgen früh um 7 geht's los. Hat wieder nicht geklappt, dass ich das Vieh rausgekriegt habe. Mann, diese blöden Fliegen. Aber was soll's? Ich krieg sie schon raus. Am schönsten ist es immer während der Fahrt, wenn sie hier oben in der Ecke sitzen. Dann mache ich das Fensterspalt auf, saugt es die raus. Gut, habe ich schon gesagt, Stau- und kinderfreie Fahrt? Sag ich es nochmal. Also Stau- und kinderfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächtle. Morgen um 7 geht's hier los. Tschüss.